Ja, guten Morgen Freunde. Ich hatte euch gesagt, heute nochmal ein neues Video. So soll es auch sein. Vorab noch eine Information, eine Bitte. Für diejenigen, die sich spontan sagen, da morgen in Oldenburg Motorradshow ist, in der Weser-Ems-Halle und das nur kurz 5 Minuten von mir entfernt ist und sich einige vielleicht sagen, ach, dann fahren wir spontan mal morgen bei Jörg vorbei, der hat ja auf. Könnt ihr gerne machen, aber sorry, ich bin komplett dicht. Ich habe eben noch den letzten Termin für morgen früh um 8 Uhr schon rausgehauen. Also morgen geht's hier ab. Aus Essen kommen Jungs, aus Hannover. Also ich bin rappeldicke voll, kriege wirklich nichts mehr unter. Und insofern könnt ihr euch den Weg sparen. Ihr könnt gerne rumkommen und könnt euch gerne hier was angucken oder sonst was, wenn Platz ist. Aber ansonsten, bitte macht sonst einen anderen Mal einen Termin oder kommt in der Woche. Also morgen ist dicht hier. So, was war es noch? Ja, eigentlich sollte ich auf die Motorshow in Bremen Classic Motorshow auch einen Stand machen. Freunde, ich kriege das einfach nicht gebacken, noch einmal. Ich bin hier vor Ort und das ist so mein Ding. Und dann sollte ich in Oldenburg machen, das kriege ich so aber auch nicht hin. Morgen habe ich auf, der Tag ist komplett dicht. Und insofern das Einzige, ich bin Sonntag hier in Oldenburg auf der Messe, schlurre da ein bisschen rum, bin bei Harley Davidson auf dem Stand und so etwas. Und wer Fragen hat, sprecht mich gerne an. Also ich beiß nicht und Sonstiges, ich bin ganz normal drauf. Ihr könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr Fragen habt, ist ja vollkommen entspannt. Und insofern, wenn ihr mich seht, kein Thema. Also ich bin durchaus für euch dann da. Ja, worum soll es heute gehen? Es ist Anfang der Saison. Und was heißt Anfang der Saison, aber viele von euch werden in Kürze wahrscheinlich den Bock rauskramen und einfach mal die Sachen auch. Der Helm, der hängt noch wieder in der Ecke, da ist immer noch die Bandbrille drauf. Freunde, du, ich hatte es gesagt, nicht übers Winter die Bandbrille da hängen lassen. Dann haben wir nämlich das Problem, dass das Band ausleiert und das wollen wir nicht. Also immer schön die Bandbrille runter vom Helm, wenn die Saison vorbei ist oder ihr längere Zeit nicht fahrt. So, was ist noch? Dann erinnert ihr euch vielleicht an eure Bikerbrille, die noch irgendwo liegt, an eure Bandbrille, an euer Visier oder Sonstiges. Und ja, dann gibt es was zu tun vielleicht auch. Und zwar habe ich das in letzter Zeit immer häufiger gehabt, dass Leute mich angesprochen haben, haben gesagt, Mensch, die Brille ist so zerkratzt oder ich weiß nicht, was damit ist. Das sieht so komisch aus von der Vorderfläche her. Egal, ob bei Bikerbrillen mit Korrektur oder ohne Korrektur. Freunde, sorry, ihr habt sie falsch gepflegt. Warum? Ganz klare Ansage. Es ist so, dass alle Bikerbrillen, also auch die günstigsten, die es irgendwo für 30 Euro am Stand gibt oder für 10 Euro, da reden wir mal nicht drüber, die haben das nicht, weil die haben meist auch kein Polycarbonat drin, auch wenn das immer so gesagt wird. Aber wenn es um Polycarbonat geht, und das ist in vielen, vielen Bikerbrillen und sogar heutzutage in vielen Bandbrillen drin, dann gibt es unterschiedliche Polycarbonate. Es gibt unterschiedliche Schutzstufen von Polycarbonat, vom ganz einfachen bis zum zertifizierten. Das könnt ihr auch immer merken an der Dicke, die da drin ist. Es gibt ein Polycarbonat, zum Beispiel in den Bandbrillen, die eine große durchgehende Scheibe haben. Da merkt man schon, das ist ein sehr dünnes Polycarbonat. Das ist zwar schlagfest, aber eben kein hundertprozentig zertifiziertes Glas, wie es zum Beispiel in den Bikerbrillen drin ist, die wir mit Korrektur machen. Da ist ein zertifiziertes Polycarbonat drin, Steinschlagschutz gesichert und diese ganzen Sachen. Und bei den Gläsern ist insgesamt ein bisschen was zu beobachten an oder zu beachten an Pflege. Das sieht also so aus. Ich habe neulich auch jemanden hier gehabt, dem hat jemand in eine gekurfte Metallbrille, ich nehme mal eben hier bei mir eine raus, dass ihr mal wisst, was ich meine. Also sowas hier, eine gekurfte Metallbrille, leichte Kurve drin, gar kein Thema, da ist Polycarbonat reingekommen und fällt die auch um, soll also nicht sein. Das Polycarbonat ist alles tippitoppi, nur beim Polycarbonat müsst ihr auf einiges achten. Der hat sich gewundert, dass an der Seite, hier ist der Schließblock, wir nennen das bei Metallbrillen Schließblock, da schraubt man die Brille zusammen, damit das Glas hält. Der hat sich gewundert, dass am Rand hier so, ja, so ich sag mal, Oberflächendefekte zu sehen waren oder so kleine Risse und so etwas. Und da haben wir uns das angeguckt und er meinte, ob die Gläser vielleicht zu fest eingesetzt worden sind mit zu viel Spannung. Nein, das ist keine Spannung in dem Fall. Das tritt auf bei Kunststoffgläsern oder ganz speziell bei Mineral, also bei Glas, was wir aber ja in Bikerbrillen nicht verarbeiten.
Da hat der Kollege, der die Brille gemacht hat, leider einen riesen Fehler gemacht. Das wissen auch nicht alle Kollegen. Insofern vielleicht sogar mal für einen Kollegen einen kleinen Tipp. Wenn ihr Polycarbonatgläser habt und ihr setzt die in eine Metallbrille rein, bitte keinen Schraubensicherungslack verwenden. Jedenfalls nicht den normalen. Der Schraubensicherungslack enthält auch Alkoholbestandteile oder jedenfalls Zusammensetzung von Alkohol. Das dünstet aus und das ist etwas, was Polycarbonat nicht abkann. Das heißt, diese Beschädigungen hier im Brandbereich, die waren ganz einfach durch ein falsches Mittel beim Einsetzen der Gläser entstanden. Das heißt also, dass diese Schraubenkit falsch in der Zusammensetzung war. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man drauf achten muss, was aber euch dann nachher einen Schaden zufügt, wenn ihr die Brille dann längere Zeit tragt. So, und deswegen, weil ja nun einige Brillen auch immer wieder sauber gemacht werden müssen, habe ich gesagt, heute gehen wir mal in die Küche oder wir gehen in die Werkstatt und gucken mal, wie man so etwas machen könnte oder was dabei zu berücksichtigen ist. Und insofern würde ich sagen, wir gehen jetzt mal in meine Katakomben. Wollen wir mal gucken, das ist jetzt hier dann gleich zu sehen, was es oder worum es gehen soll. Ja, hier im Bikerbereich, es hat sich auch schon wieder ein bisschen was getan, den zeige ich die Tage nochmal. Ja, und da hinten meine Scheunentür. So, und da müssen wir dann durch, nicht? Also Scheunentür auf und jetzt geht's in die Werkstatt. Da sieht es ein bisschen wild aus, keinen Schreck kriegen. Heute muss noch aufgeräumt werden. Mein Hausmeister für Papier kommt gleich noch, Container für Akten stehen da noch. Ihr seht, da liegt schon Arbeit. Ja, so sieht es in so einer Werkstatt aus. Nicht immer aufgeräumt, aber hier wird gearbeitet. Da ist schon was aufgebaut. Warum ist da was aufgebaut? Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht schon, da liegt eine Bikerbrille und da stehen verschiedene Sachen. Und jetzt schalte ich einfach mal wieder um zu mir und hoffe, dass ich das hier irgendwo positionieren kann. Ja, Freunde, ich hoffe, das Zusammenschneiden klappt. Mit verschiedenen Kameras inzwischen hier ausgestattet und das ist übrigens rückwärts. Hier geht es hinten in die Katakomben noch weiter. Büro und Toilette und Küche. Also insofern, da ist auch noch ein bisschen was hier in der Firma. Hier seht ihr den Müll, der wird gleich weggemacht. Aber im Endeffekt geht es hier um was ganz anderes. Und zwar um diese hier, die Bikerbrille. Die ich hier in der Hand habe, die ist so tatsächlich eine Saison gebraucht. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Da ist so einiges auf den Gläsern drauf. Vielleicht habt ihr noch so einige Mücken und das auch noch drauf und Reste von sonst was. Und das ist dann eben nicht so ganz prall. Also insofern, das wollen wir runternehmen und das kriegen wir aber auch hin. Also dazu nehmen wir erstmal die Brille auseinander. Das ist klar, hier das Sportband kommt ab. Das legen wir weg. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit sauber machen, aber das legen wir erstmal weg. Und dann wichtig, das Polster erst einmal runter. Bei den Bikerbrillen, wo das nicht geht, da müsst ihr eben gucken. Teilweise könnt ihr die natürlich mitten mal sauber machen. Das ist kein Thema. Die kann man also auch in Wasser eintauchen, wenn sie hier mit dran sind. Ja, da muss man eben gucken, dass man ein bisschen vorsichtiger ist. So, und jetzt geht es darum, diese Gläser sind Polycarbonat. Die Fassung in dem Fall ist ein Nylongebinde oder eine Situation aus Nylon. Und es gibt eben das auch, ich sage da mal vereinfacht, Spritzguss dazu. Spritzguss ist nicht gleich Spritzguss, aber es gibt eben einige Spritzgusssachen, die sehr robust sind und andere, die sind eben nicht so robust. Und wir gehen jetzt mal hier an eine Valier X. Und ihr seht schon, was ich hier alles stehen habe, was da immer empfohlen wird zum Beispiel. Brennspiritus. Nein, streichen wir durch. Hier, dieses hier. Glas rein. Nein, Freunde, streichen wir durch. Das hier wäre so ein typischer Reiniger, den ihr irgendwo kaufen könnt für Brillen, als sonst was. Reinigt alle Brillengläser mineralisch und organisch, steht da meist drauf. Guckt hinten bitte auf dem Etikett nach, ob da Alkohol drin ist. Dann nein, streichen wir durch. Dann gibt es kleine Reiniger wie diese hier. Die ich zum Beispiel habe, ich weiß nicht, kann man es lesen, da steht drauf, Brillenreiniger für alle Brillengläser, auch für Polycarbonat. Das könnt ihr nehmen, nur das ist natürlich so für unterwegs genial, aber die Brille vom letzten Jahr von der Saison sauber machen ist nicht so gut, was heißt ist nicht so gut, könnt ihr machen, aber da braucht ihr natürlich unheimlich viel von, also da geht was anderes.
Zwar habt ihr zu Hause alle ein Waschbecken. Ihr habt mit Sicherheit alle zu Hause ganz normale Spülmittel, so wie dieses hier. Und jetzt könnt ihr entweder euer Waschbecken füllen. Ich mache das mal hier schnell. Ein bisschen lauwarm Wasser rein, ein bisschen Spüli rein, zack, so ein Tropfen. Und dann müsst ihr da so ein bisschen Wasser reinlaufen lassen. Man kann das auch auf die Gläser geben direkt und kann das mit den Fingern so machen, das ist ganz egal. Aber ja, jetzt wollen wir sehen, dass wir den Einstieg wieder finden. Ihr habt gesehen, zwischendurch war ich weg, es hat geklingelt. Der Container ist gerade schon abgeholt worden von den Akten. Also insofern, versuch mal wieder reinzusteigen. Also wir haben inzwischen Wasser ins Waschbecken gelassen, Spüli ist da drin. Und jetzt nehmt ihr einfach eure Bikerbrille und legt die da rein. Kann auch Meerwasser sein. Bitte drauf achten, legt die nicht so auf die Gläser. Das bitte auf gar keinen Fall. Denn das kann dann doch zerkratzen, je nachdem, was ihr für ein Waschbecken habt. Und das muss man nicht unnötig provozieren. Und dann nehmt ihr das Ganze und wascht das so mit den Fingern in dem Spülmittel einfach über die Gläser. So richtig schön, zack. Lasst die gerne ein bisschen drin liegen. Das können die ab, das ist gar kein Problem. Und der Vorteil ist, das Ganze wird so ein bisschen angeweicht, wenn man nicht alles gleich runterkriegt. Wenn da also tatsächlich mehr Fliegen und sowas drauf ist, dann kann das ruhig ein bisschen einweichen. Das kennt ihr von der Saison her auch, wenn ihr gefahren seid. Einfach am Tag danach, wenn ihr am Tag wieder zu Hause seid, einfach eine Küchenrolle nehmen, in warmes Wasser eintauchen, ein bisschen ausfringen und dann auf die Brille drauflegen für 10 Minuten. Dann könnt ihr den ganzen Schmodder so abspülen. Ja, hatte ich vergessen, das Schloss mitzugeben. Also heute ein zerstückeltes Video. Mal sehen, ob ich das zusammengeschnitten kriege. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinsortieren. Ja, also ich warte, dann eine Küchenrolle drauflegen, Thema durch. Und ihr könnt das dann entsprechend sauber machen. So, jetzt ist unsere Brille mit Sicherheit auch schön eingeweicht. Jetzt wischen wir nochmal drüber. Ne? So, ordentlich. Jetzt ist die schön nass. Können wir das Wasser auch ablassen. Wir können auch das Polster da jetzt reinlegen noch, wenn ihr das wollt. Ist gar kein Problem. Und jetzt spülen wir die ganze Brille nochmal unter fließend Wasser schön ab. Passiert nichts mit. So. Und dann haben wir das Thema. Und dann nehmt ihr nach Möglichkeit ein großes Mikrofasertuch. Habe ich jetzt auch, aber ich habe jetzt hier mal das Typische, was wir alle zu Hause haben. Ein richtig schönes Geschirrhandtuch, so wie Muttern das immer noch hatte. Reine Baumwolle, nicht so ein Kram mit Polyester drin oder sowas. Das merkt man auch selber immer, die trocknen gar nicht so richtig. Ich in der Werkstatt habe hier nur diese schönen Küchenhandtücher. Und damit machen wir die Brille jetzt schön trocken und sauber. Und dann seht ihr auch schon, das Teil glänzt bis zum geht nicht mehr. Ohne dass wir da groß drauf rumgerieben haben, haben wir blitzblanke Gläser. So, ihr seht, es lohnt sich. Damit habe ich eine saubere Brille wieder und zwar ohne Beschädigung der Gläser. Ich kann mein Polster da wieder reinmachen. Wenn ich das auch gewaschen habe, dann sollte man das extra so ein bisschen trocknen lassen, weil der Schaumstoff das natürlich aufsaugt und dann nur leicht so ein bisschen ausdrücken, das Schaumstoff. Oder ein Schaumstoffpolster, bevor man es hinlegt und alles ist wieder gut. Damit ist die Brille also tipptopp. Was haben wir noch dabei zu beachten? Also grundsätzlich nochmal, wir können auch wieder hier den Bereich mal eben verlassen. Ich kann mal die andere Kamera schon ausschalten. Und zwar geht es jetzt nochmal darum, alles was es sonst gibt, Freunde, ganz ehrlich, passt auf, bei allen Papiertüchern, die man so kaufen kann. Viele verkaufen diese alkoholgetränkten Papiertücher. Das ist nämlich auch ein Alkoholanteil drin. Und was ganz wichtig ist für diese schönen Tücher, da müsst ihr mal bitte drauf achten, auch bei euren normalen Brillen, da Papier, woraus ist Papier gemacht? Aus Holz. Teilweise ist bei den ganz günstigen Papiertüchern nicht nur Alkohol drin, sondern wenn ihr die für eure normale Brille nehmt, da sind Reste von Tropenhölzern drin. Tropenholz ist so hart, das kriegt auf jedes Glas, auf jeden Kunststoff Kratzer drauf. Das sehe ich manchmal hier auch, wenn ein Kunde kommt und sich wundert, dass er da solche Schmieren drauf hat, nämlich meist kreisförmig. Klar, man putzt das so kreisförmig und dann sind die Gläser recht schnell hinüber. Also lasst das lieber sein, auch da hilft das oder da helfen dann auch gute Brillensprays natürlich. Nur bitte nochmal nicht für die Bikerbrille. Kein Alkohol, kein Brennspiritus, kein Glas rein, keine gekauften Spritzmittelchen, die da, Spritzmittel sage ich schon, wir sind nicht im Garten, sondern Mittelchen, die da oftmals für verkauft werden. Und
gleich ein Tipp. Achtet da bitte auch drauf, wenn Sie wieder auf den Messen stehen, auf den Motorradmessen. Das ist nichts gegen die Händler, die da stehen. Bitte nicht. Aber Freunde, stellt bitte Leute hin, die sich damit auch auskennen. Ich erlebe das immer wieder. Da werden diese Sprays verkauft mit Alkohol drin und da heißt es, die sind für alle Bikerbrillen, für alle Visiere. Nein, sind sie nicht. Um Gottes Willen. Damit macht ihr mehr kaputt als alles andere. Das ist nicht sofort, gar keine Frage. Aber nach einiger Zeit. Und dann kommt ihr nie auf den Trichter, dass es dieses schöne Mittel war, was man euch auf der Messe verkauft hat. Also bitte achtet selber ein bisschen drauf oder guckt, ob der Händler wirklich Ahnung hat und euch auch fair berät. Dazu zählt auch wieder bei der schlechten Jahreszeit, die haben wir jetzt hoffentlich schon bald wieder vorbei, bitte diese Anti-Beschlagmittel, die verkauft werden. Die sind teilweise recht gut, aber wichtig dabei, Anti-Beschlag bei einer geschlossenen Bikerbrille, einer Bandbrille oder einer Bikerbrille mit Polster, nur von innen auftragen, nicht von außen. Das wird auch immer auf diesen Ständen oftmals gesagt. Ja, auch von außen drauf, damit die nicht beschlägt. Freunde, von außen beschlägt die Brille nicht beim Fahren oder beim Stehen an der Ampel. Die beschlägt von innen. Von außen erzeugt ihr einen Schmierfilm darauf und nachher verläuft das Wasser und ihr habt genauso einen Schleier da drauf. Also no go, nur von innen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber verkaufe für die Bikerbrillen eigentlich das Antibeschlagmittel. Ich habe lange danach gesucht, könnt ihr mir glauben, von der Feuerwehr. Das sind nämlich geniale Mittelchen, die kommen aus dem professionellen Bereich. Die werden für die ganzen Atemschutzmasken genommen. Und das Zeug ist wirklich gut. Nur mal zum Tipp. Und auch diese ganzen Cremes, die es da gibt als Antibeschlag, die führen die euch vor, schön mit dem Lüfter, mit dem Dampfluft sozusagen. Sieht toll aus, geht alles sofort weg, haut super hin. Ja, die haben das Mittelchen auch richtig schön dick drauf. Und das verschmiert nachher. Und wenn ihr nicht die Brillengläser jedes Mal danach richtig sauber macht, habt ihr nachher eine Riesenschicht da drauf und es blendet euch und sonstiges. Also alles so Sachen, die nicht sein müssen. Ja, das war's auch schon. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich den Film zusammengeschnitten kriege mit diesen ganzen Störungen zwischendurch. Aber vielleicht klappt's ja, vielleicht kriegen wir einen einigermaßen ansehnbaren Film daraus, den ihr euch dann auch anschaut oder angeschaut habt. Wenn das der Fall ist, schönen Dank fürs Zuschauen. Für mich geht jetzt das Wochenende hier gleich los, 9 Uhr der erste Kunde und weiter geht's. So, und jetzt geht's auch schon weiter. Ich wünsche euch was, schönen Tag noch. Ciao, sagt der Jörg von Shopperbrillen.